Was wir brauchen, ist eine Entlastung für Eltern, eine Entlastung für Mütter vor allem, und zwar eine Entlastung, die auch wirklich funktioniert. Kinderbetreuung ist ganz, ganz wichtig, an vorderster Front dafür zu sorgen, dass wir ganztägige, flächendeckende, in ganz Österreich vorhandene Kinderbildungseinrichtungen haben. Ich lege da immer großen Wert darauf, denn das sind für unsere Kleinsten die ersten Bildungseinrichtungen, wo unsere Kinder wirklich sehr gut betreut und auch sozusagen die erste Bildung konsumieren können. Auch das Stadt-Land-Gefälle muss wegkommen, denn es kann nicht sein, dass Frauen in einigen Regionen, oft in Bundesländern, gar nicht die Möglichkeit haben, Vollzeit arbeiten gehen zu können, weil entweder die Kindergärten, die Kinderbildungseinrichtung Kinder unter 2 Jahren nicht aufnehmen. Das haben wir in einigen Bereichen. Wissentlich, Karenz endet aber mit dem 2. Geburtstag. Also hier schon mal die Situation, wie kriegt man es tatsächlich unter einem Hut? Auf der anderen Seite erleben wir Kinderbildungseinrichtungen, die am Nachmittag schließen, um 14, 15 Uhr schon schließen. Auch da ist es Eltern und vor allem Frauen nicht möglich, einer Vollzeitbeschäftigung nachgehen zu können. Und die Situation, kaum mehr einen Urlaub und wenn, sicher nicht 9 Wochen. Somit haben wir auch einzelne Kindergärten, die im Sommer zumachen, und auch da müssen wir hinschauen. Um diesen Zustand zu beseitigen, braucht es natürlich mehr Geld. Und aktuell gibt Österreich 0,67% des BIP in diesem Bereich aus, und damit liegen wir wieder mal weit unter dem EU-Durchschnitt, denn der EU-Durchschnitt ist rund 1%. Würde Österreich hier nachziehen, könnten, ich würde mal sagen, mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden. Und ich bin auch sehr froh, dass die Sozialpartner und die Sozialpartnerinnen gemeinsam mit der industriellen Vereinigung hier sich völlig einig sind. Und das Ganze hat auch noch volkswirtschaftlich natürlich positive Aspekte. Man darf genau die Sache nicht immer nur von einer Seite betrachten. Mehr Frauen können ganztägig berufstätig sein. Mehr Jobs in den zu schaffenden Kinderbildungseinrichtungen werden entstehen. Genauso, und das muss man mit bedenken, in den Zulieferbetrieben zu den Kindergärten und Ganztagsschulen. Das heißt, erstens, die Kinderbildungseinrichtung muss jemand bauen, und wenn es ihm gibt, brauchen wir Pädagoginnen, wir brauchen jemanden, der das Essen liefert, wir brauchen einen Installateur, einen Maler, viele andere, einen Gärtner, die dort dann auch tätig werden können. Also auch hier gibt es Möglichkeit, Jobs zu schaffen. Sozialausgaben sinken, Steuereinnahmen steigen, der Konsum wird angekurbelt. Das heißt für mich ganz einfach, wer jetzt hier nicht investiert, genau in diesen Bereich hinschaut und investiert, der kann nicht rechnen. Konkret brauchen wir, und einiges ist angesprochen, wir brauchen eine Verbesserung der Betreuungsquote der unter 3-Jährigen. Wir brauchen eine Ausweitung der Öffnungszeiten, und zwar eine Ausweitung, damit tatsächlich Eltern die Möglichkeit haben, einer Vollzeitbeschäftigung nachgehen zu können. Wir brauchen ein zweites kostenloses Kindergartenjahr für alle. Und wir brauchen einen massiven Qualitätsschub durch zusätzliche Fachkräfte. Und wir haben uns das ganz genau angesehen natürlich, was die von uns geforderten Erhöhungen und Ausgaben bringen. Aber dann ist immer die Frage, wenn wir sagen, das brauchen wir, dann wissen wir natürlich, das kostet Geld. Wir haben mich auch hingesehen und haben gesagt, was kostet es, was bringt es uns? Was bringt es uns? Insgesamt würden 32.000 neue Plätze entstehen und fast 70.000 würden dann mit verbesserten Öffnungszeiten da sein. Für 70.000 Kinder hätten wir eine Chance auf einen Kinderbildungsplatz mit besseren Öffnungszeiten. Je nach konjunktureller Entwicklung rechnen wir mit 18.000 bis 31.000 Menschen, die aufgrund der verbesserten Vereinbarkeit eine Tätigkeit aufnehmen können. Ich habe schon erwähnt, nicht nur die Pädagoginnen, mehr Möglichkeiten für Pädagoginnen, auch jene, die Zulieferer sind, aber natürlich auch die Eltern, die jetzt wissen, dass ihr Kind wirklich gut betreut wird und dementsprechend auch einer Vollzeittätigkeit nachgehen zu können. Die Kosten der Aufsteckung auf 1% des BIPs belaufen sich dann auf rund 1 Milliarde Euro. Das klingt jetzt viel, aber wenn wir uns dann ansehen, was laut unseren Berechnungen durch Steuern und Abgaben an die öffentliche Hand wieder zurückfließen, dann sehen wir, dass 70% dieser Ausgaben wieder an die öffentliche Hand zurückfließen. Deshalb meine ganz klare Forderung an die Politik, jetzt und zwar dringend, Aufstockung der Mittel
für Kinderbildung. Und das ist für mich nicht nur der Schlüssel zu einem, zu einer Lösung dieses Problems, sondern in Wirklichkeit ist es für mich ein ganzer Schlüsselbund, den wir damit sozusagen bewältigen könnten. Es braucht außerdem mehr Rechte für Eltern. Es muss sichergestellt werden, dass alle Kinder, die wollen, einen Platz in einer elementaren Bildungseinrichtung bekommen. Und damit meine ich einen Rechtsanspruch ab dem ersten Geburtstag des Kindes. Stufenweise müssen wir dorthin kommen, dass alle Kinder, die wollen, ab dem ersten Geburtstag eine Möglichkeit haben, nämlich einen Rechtsanspruch haben. Mehr Väterbeteiligung, noch immer gehen in 8 von 10 Partnerschaften nur die Frauen in Karenz. Dabei hat eine längere Väterkarenz den mit Abstand größten positiven Einfluss auf einen Wiedereinstieg der Mütter in den Job, nämlich bis zum zweiten Geburtstag des Kindes. Ziel muss also sein, dass Väter einen höheren Teil vom Kinderbetreuungsgeld und der Kinderbetreuung übernehmen. Wir haben heute ein Beispiel aus Niederlande schon gehört. Ich möchte vielleicht ein Beispiel von Island berichten, dass bei einer Karenz von 12 Monaten sozusagen halbe-halbe Aufteilung vorsieht, in Wirklichkeit 5 Monate für Mütter, 5 Monate für den Vater und die 2 Monate sind sozusagen, dürfen sie selbst entscheiden, wer das in Anspruch nimmt. Und das Resultat in Island ist, glaube ich, das, wo wir darüber nachdenken sollten. Das sollte und müsste in Wirklichkeit unser Ziel sein. Statt einer 30-prozentigen Väterbeteiligung ging es dort ganz rasch zu einer 90-prozentigen Väterbeteiligung. Und ein weiterer Schritt wäre, wenn sich Eltern die Erziehung der Kinder teilen, nämlich partnerschaftlich teilen und beide auf Teilzeit zurückgehen würde, so eine Art Familienarbeitszeitmodell, eine Art Teilzeitmodell, beide auf 30 Stunden zurückgehen würden, hier eine kleine finanzielle Unterstützung bekommen, dann würde auch das natürlich helfen, wirklich partnerschaftlich Kind, Familie, Haushalt unter einen Hut zu bringen. Und dieses Modell, Familienarbeitszeitmodell, ist ein Modell, das gemeinsam wir mit den ÖGB-Frauen ganz stark forcieren, wo wir sagen, schauen wir, dass wir es wirklich schaffen, dass Eltern auch danach mit der jetzigen Elternteilzeit, dass beide sich eine Chance haben, sich um ihre Kinder zu kümmern und auch alles andere partnerschaftlich gemeinsam machen. Und schlussendlich müssen die Unternehmen, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, denn wir haben nicht nur einmal in der Arbeiterkammer oft einen Fall, wo Vater versucht, Väterkarenz in Anspruch zu nehmen und schon bei dem Versuch in Wirklichkeit die Drohung kommt, naja, wenn sie das längere Zeit machen, dann müssen wir auf sie verzichten. Und das ist natürlich auch etwas, das es nicht geben darf. Daher darf es keinen Nachteil bei einer Berufsunterbrechung und beim Wiedereinstieg oder auch wenn Überstunden abgelehnt werden, für Väter geben. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt, dass Unternehmen ganz klar wissen, wenn ich heute einen Burschen aufnehme, ein Mädchen aufnehme, dann muss mir ganz klar bewusst sein, beide werden irgendwann wahrscheinlich sich Zeit für Familie nehmen. Und das muss im 21. Jahrhundert einfach schon eine Selbstverständlichkeit sein. Zum Abschluss möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir als Arbeiterkammer heute eine Umfrage starten. Eine Umfrage starten auf wien.arbeiterkammer.at/Kind und Job. Da können uns Eltern sagen, was ihnen wichtig ist, was ihnen am Herzen liegt, welche Schritte können wir weitersetzen. Denn uns geht es wirklich um eine faire Aufteilung der Familienarbeit zwischen Eltern und um eine Verbesserung der Kinderbildung, der Kinderbetreuung. Und Sie können mir glauben, ich bin schon sehr lange in diesem Job und ich kann Ihnen sagen, die heutigen Väter sind auf jeden Fall bereit und wollen auch aktiv diese Vaterrolle übernehmen. Und ich glaube, die Gesellschaft, die Unternehmen, wir sollten auch den Vätern die Möglichkeit geben, das wirklich aktiv annehmen zu können. Und die Erfahrungen, die wir aus dieser Umfrage machen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer uns mitteilen, fließen dann direkt in unsere konkreten Forderungen an Politik und Wirtschaft ein. Abschließend kann ich nur alle anfragen und sagen, tun Sie einfach mit, beteiligen Sie sich bitte an unserer Umfrage.